Dies hier ist der gelbe Supersportwagen der Zukunft. Mit einem grellen SLS AMG E-Cell zeigt Mercedes seine Vision eines Hochleistungsautos mit Elektroantrieb. In 2 Jahren soll es soweit sein. Bild war schon jetzt mit dem Prototypen in Norwegen unterwegs. Es ist wirklich unglaublich, wie sich dieser Wagen anfühlt, fährt, genau dahin steuern lässt, mit einer großartigen Eleganz und Brachialität gleichzeitig vereint. Aufgrund des immer zur Verfügung stehenden Drehmoments von 880 Newtonmetern. Wahnsinn. Das Besondere an dem gelben Mercedes? Der Elektro-SLS hat nicht einen, sondern gleich 4 Motoren. Macht zusammen 533 PS und bedeutet, der Strombenz hat permanenten Allradantrieb. Harte Schaltvorgänge gibt es nicht. Ein einziger Vorwärtsgang reicht für den gewaltigen Vorwärtsdrang. Kommen wir noch zum Wohlfühlfaktor des Wagens. Links und rechts schmiegt sich der Schalensitz an. Vorn blickt man auf Science-Fiction-Instrumente und fühlt sich wie der Raumschiff-Captain in Star Trek. Der Tacho hat keinen Zeiger und die Skala dreht sich. Eine Energieflussanzeige ersetzt den Drehzahlmesser. Über ein großes Display in der Mittelkonsole steuert der Fahrer Navi und Stereoanlage und sieht Infos zum Kraftfluss der Elektromotoren. Fehlt noch das Fazit. Die Welt braucht definitiv Elektroautos. Braucht sie dieses? Definitiv nein. Und dennoch, definitiv will man ihn, wenn man ihn gefahren ist.